und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute seht ihr glutenfreien Pizzateig. Ihr benötigt dafür 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter lauwarmes Wasser, 2 Esslöffel Olivenöl, 25 Gramm Hefe bzw. 25 Gramm frische Hefe und 7 Gramm Trockenhefe und eine Prise Salz. Wir starten, dass wir das Salz in dem Mehl einmal vermengen. Dann formen wir uns eine kleine Mulde. So, ups. Dann kommt schon mal ein bisschen Wasser rein. Und die Trockenhefe. Die so ein bisschen unterrühren. Die muss ich jetzt in dem lauwarmen Wasser auflösen. Dann müsst ihr das einmal 15 Minuten stehen lassen, dann bildet sich so eine Art Vorteig. So, jetzt haben wir es allerdings ein bisschen länger ruhen lassen. Und jetzt sieht man hier auch schön, wie die Hefe schon aufgegangen ist. Und jetzt einfach alles mit dem restlichen Wasser verrühren. Nicht wundern, bei glutenfreien Sachen benötigt ihr einfach ein bisschen mehr Wasser, weil das Mehl auch einfach ein bisschen mehr zieht. So. Ups. Na, jetzt sieht es schön aus. So. Und noch das Öl dazu. Und ich ziehe mir dann nochmal einen Handschuh an und verknete den Teig, bis wir wirklich eine homogene Masse haben. Auch. Jetzt stellt ihn am besten noch mal für 60 Minuten an einen warmen Ort. Oder wenn ihr habt eine Küchenmaschine, stellt ihr auf 30, 35 Grad ein. Und dann braucht ihr natürlich ein bisschen weniger Zeit, dass es gehen kann. So, ich hatte den Teig jetzt für 30 Minuten in der Küchenmaschine. Ihr könnt natürlich auch wirklich 60 Minuten warten, aber es ist jetzt schon relativ spät und hier sieht man jetzt auch schon, wie schön der aufgegangen ist. Und wir werden den jetzt weiterverarbeiten. Das nächste Video, da seht ihr dann Ideen für einen Valentinstag und da werdet ihr auch sehen, was man aus diesem leckeren Teig machen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst doch gerne einen Kommentar da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!